Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zurück zu KuchenTV Uncut. Schaut auf jeden Fall bei mir auf Twitch vorbei, zweiter Link in der Beschreibung. Wir reagieren heute auf Moggy Doggy. Der hat das Video hochgeladen. Was wurde eigentlich aus Drawn Together? Leute, die mich kennen, wissen, Drawn Together ist, würde ich sagen, eigentlich so mit meine Lieblingsserie. Also gehören safe unter die Top 3. Und wir schauen uns mal an, was daraus geworden ist. Okay, was haltet ihr von meiner Ecke, die ich mir eingerichtet habe, damit ich den Fernseher besser darstellen kann, falls ich was darauf filmen will mit verschiedenen Kartons und sowas und... Läuft ihr gerade Drawn Together? Moment, es erinnert mich an was. Was wurde eigentlich aus Drawn Together? Ich meine, es lief mal im Fernsehen. Und jetzt nicht mehr. Was passiert? Drawn Together ist eine Reality-Show mit Cartoon-Charakteren und ein ungewöhnliches Konzept. Es sind einfach 8 Charaktere, die verschiedene Bereiche und Zeitalter von Animation darstellen, welche zusammen in einem Haus wohnen und regelmäßig in welchen dieser Beichtkammer-Szenen ihren Standpunkt zu dem Geschehen erläutern. Wie in der Reality. Boah, ich glaube, ja, habe ich mit Tommy nicht sogar zusammen Drawn Together geguckt? Ich weiß es gar nicht, ich hoffe. Also ich weiß nicht, wie man Drawn Together nicht feiern kann, wirklich. Der Cast besteht aus Captain Hero, einer Superman-Parodie, Prinzessin Clara, einer Disney-Prinzessin, Foxy Love, einer Parodie von Valerie Brown aus Josie and the Pussycats. Das wusste ich einfach auch gar nicht. Wovon ich noch nie gehört habe. Es ist eine Hanna-Barbera-Animationsshow aus den 70ern. Es erklärt, warum ich... Und die hieß noch einfach Pussycats und das war eine Kinderserie. ...nie verstanden habe, wen Foxy parodieren soll. Ich dachte, es wäre einfach nur... Ja, nur Scooby-Doo oder so. Nicht der Hund, einfach den anderen. Toot ist Betty Boop. Sander ist Link aus den... Wer ist denn Betty Boop? Kenne ich auch nicht. ...Nintendo's Legend of Zelda, was ein Videospiel und keine Serie ist, aber ich denke, ein Charakter als Repräsentation von Videospielen macht sich ziemlich gut. Wollknäuel Sockenbart ist eine Parodie von SpongeBob, Lingling ist Pikachu und Spanky Ham ist eine der kruden frühen 2000er Online-Animationen. Er hat sogar stilistisch passend eine deutlich dickere Outline als die anderen Charaktere und seine Animationen fehlen oftmals einige Frames. Ein unerwartet nettes Detail. Digga, da habe ich auch noch nie drauf geachtet. Ich habe das bestimmt 1000 Mal gesehen, aber noch nie habe ich das gemerkt. Jede einzelne Folge begleitet diese Charaktere durch ihren Alltag in dem von... Ja, bei sowas muss ich auch wirklich sagen, wie kommt man darauf, so eine Serie zu erstellen? Also du musst dir ja wirklich Gedanken gemacht haben, logischerweise halt, okay, was willst du für eine Serie machen und was für Charaktere sollen da drin sein? Und dann kommst du auf diesen Cast. Wie kommt man darauf, wirklich? Und in Kameras übersäten Haus. Das klingt erstmal ziemlich eintönig, aber die Show hat genug Kreativität, um das Konzept nicht langweilig werden zu lassen. Ich persönlich denke, dass einfach die wirklich starken Charaktere für sich die gesamte Show im Alleingang tragen. Es ist schlicht und ergreifend spaßig zu sehen, wie sie auf... Buh! Blitzlichtgewitter. Okay. Blitzlichtgewitter. Ups, was hab ich jetzt gemacht? Blitzlichtgewitter. Sie sind ein Star, Herr Held. Sie sind ein Star. Ja, danke, danke. Sie sind ein Star. Okay. Ja. Sicherheitsdienst. Ich bin jetzt weg. Ciao. Bei P. Yes. Au! Alles klar, weiß ich Bescheid. Verschiedene Situationen reagieren, in die sie geworfen werden. Und natürlich auch, wie sie in unterschiedlichen Kombinationen miteinander funktionieren. Spank und Captain Hero sind zwei Charaktere, die keine Probleme mit Exzessen in irgendeiner Form haben. Wollknäuel richtet sich nach den Zielen der anderen, Xander kommt wohl am ehesten an das, was man mehr oder weniger einen vernünftigen Charakter nennen kann. Er merkt öfter an, wenn etwas wirklich dumm ist. Sind wir jetzt fertig? Hörst du jetzt endlich mit dieser Scheiße auf? Foxy und Clara werden wohl am häufigsten kombiniert, einfach um Claras absurd rassistische Standpunkte zu hören. Ich bin froh, dass sie endlich hier sind. Sind sie so freundlich und bringen mein Gepäck nach oben, Dienstmädchen? Oh, ja, ich habe noch nicht erwähnt, was Drawn Together wirklich, wirklich ausgezeichnet hat. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die frühen South Park-Staffeln, welche nicht unbedingt durch cleveres Writing auf sich aufmerksam gemacht haben, sondern eher durch plumpen Schockhumor. Ihr wisst schon, als der Running Gag daraus bestand, dass einzig Kinder in jeder Folge gestorben ist. Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet! Ihr Schweine. Drawn Together ist ungefähr das, nur 10-mal übler. Ich bin mir immer noch absolut unsicher, wie sie manche Dinge überhaupt in Deutschland ausstrahlen konnten. Einer von Captain Heroes Running Gags ist Nekrophilie, welche er mit Menschen und Tieren auslebt. An einem Punkt hat er sich auch beim Anblick seiner bewusstlosen Eltern ausgezogen und... Er hat seine Eltern davor bewusstlos gemacht. Toot ist fett und hat immer eine Rasierklinge parat, um sich damit zu schneiden. Auf die Frage, ob sie nicht einen elektrischen Rasierer hat, ist das passiert. Du bist sowas von witzig!
Echt, das ist so schlimme Szenen, wirklich. Da kribbelt es mir am ganzen Körper, Alter. Ling Ling ist eine Anime-Figur, die irgendeine Sprache spricht, welche Japanisch darstellen soll und stets untertitelt wird, während er als Plattform für asiatische Klischees dient. Clara ist wie gesagt eine fanatische Christin und hat damit Ansichten zu Themen wie Sklavenhaltung oder Homosexualität, die nicht allzu modern sind. Ich habe auch das Gefühl, dass sie die ganze Show über konsequent als der befremdlichste Charakter dargestellt wird, da sie immer wieder als Kritik für zu konservative Einstellungen genutzt werden kann. Aber ist Masturbation nicht eine krankmachende, unverzeihliche Todsünde? Aber Clara schon geil. Also der ist der Weird, ist ein sehr weirder Charakter so von der Meinung, die sie vertritt, aber die ist geil, Digga. Xander ist schwul. Was man so sagen kann. Das ist der Witz. Er ist nicht wirklich lustig, aber wie gesagt, ist er auch üblicherweise der vernünftigste Charakter, also gehört das wohl mit dazu. Spanky liebt Fäkalien und alles, was sonst noch irgendwie stinkt und moralisch verwerflich sein könnte. Dass Foxy da ist, um sämtliche afroamerikanische Klischees zu bedienen, ergibt sich an dem Punkt aus dem Kontext. Durch die Übersetzung ins Deutsche ist leider viel von ihrem Charakter verloren gegangen, aber das lässt sich kaum verhindern. Genau genommen greift diese Sendung auf satirische Weise unsere zeitgenössischen angeblichen guten Sitten an. Generell ist die deutsche Synchro aber wirklich gut. Du hast meine Mrs. Plüschpuppe umgebracht. Die Witze aus dieser Show gehen auf. Was ich mich auch frage bei der Synchro, ich meine, die müssen ja halt auch umgefragt haben, wer Synchronsprecher sein möchte. Ich frage mich, ob viele Leute diese Rollen abgelehnt haben. Mich würde wirklich interessieren, wie viele Captain Heroes haben die gefragt, bevor der Captain Hero auch der Synchronsprecher geworden ist. Also ich würde da mitmachen, so, aber ich glaube, dass viele Synchronsprecher feiern das, glaube ich, nicht, oder? Weil das ist ja wirklich schon eine sehr harte Serie. Oder denkt ihr, das ist denen egal? Das ist auch eine gute Frage, ne? Vielleicht denken die sich auch so, naja gut, weiß ich nicht, ist halt einfach eine Serie, ne? Mach ich halt. Ja, es gibt bestimmt auch welche, die sagen, nee, das geht mir zu weit. Oftmals weiter, als man das erwarten würde. Wie gesagt, ist Captain Ross Running Gag, dass er sich auszieht, wenn irgendwo eine Leiche liegt. In einer Folge oder ein Casting, das kann auch sein. Tut ein Baby aus. Wie aus Nicaragua! Da sie zu beschäftigt damit ist, eine Alkoholleiche zu sein, kümmert sie sich nicht um ihr Baby, welches daraufhin innerhalb von kürzester Zeit so herumläuft, beziehungsweise krabbelt. Und Spanky hat Folgendes zu ihr zu sagen. Hey Baby, du brauchst einen Waffenschein für deine Kurven. Ja. Natürlich beschränkt sich. Da wundert sich einer, warum ich so komische Witze gebracht habe immer. Ey. Der unerwartet unzensierte Humor nicht nur auf sexuelle Anspielungen. Es passiert regelmäßig, dass die Charaktere ihre Blase lernen oder einen Grund dafür finden, Fäkalien auszuscheiden. Vor blutigen Szenen macht die Serie natürlich auch nie Halt. Ich glaube nicht, dass ich diese wirklich einblenden darf. Es werden aber viele Gliedmaßen ab. Ja, okay. Die Folge kennen wir. Er holt den Darm raus. Wird das 5 Sekunden gezeigt? Nein. Wenn jemand fällt, dann schaut der Knochen. Kann man das auf Twitch zeigen? Okay, er bricht sich das Bein. Knochen aus seinem Arm Warte, raus. So, da kommt der Knochen raus. Okay. Wirklich lustig. Drawn Together ist eine Show mit einem absolut stumpfen Sinn für Humor. Die Creator, Dave Jesser und Matt Silverstein, meinten selber, dass sie die Witze aus der Show seit ihrer Highschool-Zeit ständig selber machen und die Arbeit daran ein wahr gewordener Traum für sie war. Ich persönlich glaube ihnen das. Das glaube ich Man auch, merkt, ja. Dass in dieser dummen Schockhumor-Show einfach so viel Leidenschaft steckt. Ja, safe. Niemand kommt auf die... Also ich weiß, ich finde auch so generell, die Folgen waren auch einfach generell lustig einfach, also durchgehend so. Ich finde, also ich kenne ja wirklich alle Folgen und ich hatte bei keiner so wirklich das Gefühl, okay, das ist jetzt wirklich nur halt irgendwie so stumpf hingeschissen, sondern die Storys, die halt erzählt worden sind, waren immer so komisch abgefuckt irgendwie. Also du hast schon gemerkt, so ey, die haben da wirklich auch Bock drauf, irgendwie so eine Scheiße zu machen. Die Idee einer Pizza mit extra Wurst, wenn man sowas nicht wirklich lustig findet. Vor der Arbeit an diesem Video habe ich Drawn Together seit bestimmt 10 Jahren nicht mehr gesehen und dachte, dass es besser ist, die Show als einen Teil meiner Erinnerung zu belassen, da ich nicht das Gefühl hatte, dem Humor noch sonderlich viel abgewinnen zu können. Und ich lag falsch. Ich meine, ja, wenn man zum 50. Mal wiederholt, dass Tut fett ist und Ling Ling einen Kampf will, wird es etwas langweilig, aber keine der Szenen hält wirklich lang genug an, um mich damit zum Abschalten zu bewegen. Faulheit hilft auch. In Season 2 haben sie sogar angefangen, größere Geschichten zu erzählen, die erschreckend gut funktionieren. In einer spielt die Drawn Together Crew ein Szenario vor, welches ja, auftreten Mann. Könnte. Digga, das Real Talk ist die geilste Sendung, die es gibt. Die geilste Folge bei Drawn Together, safe, Digga. Die habe ich mir bestimmt, also die wurden jetzt alle bei Comedy Central hochgeladen. Ich habe die bestimmt schon 10 Mal gesehen. Wirklich, das ist nur geil. Du hast seinen Eltern erzählt, dass er schwul ist. Mami, Papi, ich bin schwul. Und mein Gott, ist diese Folge eine Reise. Durch das starke so geil, und absurde Storytelling, welches die Charaktere so unglaublich gut in andere Rollen schlüpfen lässt, ist es vermutlich die beste Folge der ganzen Show. Ich meine, Claras Rolle passt nicht ganz, aber man kann nicht alles haben.
Boah, ich hab auch die ganze Zeit gar nicht gecheckt gehabt, dass es Clara ist. Ich dachte, das ist halt wirklich einfach irgendeine, die so aussieht. Keine Ahnung, warum. Dass du was in unserem eigenen Bett. Sie bedeutet mir überhaupt nichts. Gut, dann werfe ich sie raus. Dann gibt es noch das zweiteilige Special, wo sie auf den Supermarktparkplatz eingeparkt wurden und ebenfalls eine wilde Reise bevorsteht. Ebenfalls sehr empfehlenswerte Folge. Sie sollten einen Film machen. Die Show hat aber natürlich auch einige Szenen, die ich als absolute Klassiker bezeichnen würde. Es gibt ausschließlich, welcher mitmachen will, aber immer ausgeschlossen wird. Gott, erbärmlicher Vollpfosten, jetzt werden wir alle zusammen draufgehen. Ich auch? Nein, alle außer dir ausschließlich. Hier, nimm eine Decke und eine Thermoskanne voll mit köstlichem Kakao. Oh. Natürlich die Pizzaszene, welche ich bereits zweimal erwähnt habe, aber hier ist sie nochmal. Sehen Sie, ich kann mich nicht erinnern, eine Pizza bestellt zu haben. Mit Würstchen! Was im Namen von Ganesha? Good Times darf natürlich nicht vergessen werden. Ich werde mich immer an die schöne Zeit erinnern, die wir zusammen hatten. Ist das etwa ein Penny hinter deinem Ohr? Oh nein, es ist ein Tumor. Oder der die waren halt alle, also jede Szene da war einfach fast, also fast jede Szene war einfach nur lustig. Das Realfilm-Eichhörnchen mit den riesigen Klöten. Pass auf! Gut, das, ja, gut. Super Übersprung an dieser Stelle auch. Lustiger als ich sollte. Ich bin Popeye, der Sterbende. Ja, du kannst halt voll viel einfach nicht zeigen von dieser Serie, ne? Ey, ich weiß auch nicht ganz warum, aber das fand ich wirklich lustig. Drawn Together bekam insgesamt 36 Folgen, aufgeteilt in 3 Seasons, bis die Show dann von Comedy Central abgesetzt wurde. Drawn Together war zu teuer und zu langwierig zu produzieren und brachte viel Ärger mit Werbepartnern und anderen diversen Schutzorganisationen ein. Kein Wunder, dass Sie diese Sendung hassen. Sie sind der Inbegriff unserer Witze. Ein religiöses, konservatives, lebensbejahendes, wiedergeborenes, fettes, asiatisches, homophobes, lesbisches Weib, das sich selbst schneidet. Dazu kam, dass Comedy Central nicht allzu begeistert von der Entwicklung der Show war. Sie hat das Gefühl, dass sie mit Season 3 in einigen Stellen zu weit gegangen sind. Das lässt sich nur schwer verhindern, wenn Schockmomente einen großen Teil des Appeals ausmachen. Comedy Central weigerte sich fast ein Jahr lang, die zweite Hälfte der dritten Staffel auszustrahlen und hat die Serie dementsprechend auch nicht für eine vierte Staffel verlängert. Drawn Together. Ja, finde ich übrigens immer noch mega schade. Ja, wobei man sagen muss, ich fand auch, also die dritte Staffel war irgendwie, also ich finde die ersten beiden waren schon irgendwie deutlich besser, irgendwie so ein bisschen frischer. Henry, dankeschön für den Prime-Sub. Ich glaube, das Problem ist halt doch einfach so, ich denke, dass es auch Serien sind, dadurch, dass die halt immer auf so einen Schockhumor setzen. Ich finde, irgendwann sind so, ja, die Geschichten noch einfach erzählt. Also die Charaktere haben ja bestimmte Charaktereigenschaften, die du ja immer mit reinnehmen musst und deswegen würde ich sagen, irgendwann hast du dich auch einfach satt gesehen da dran. Jetzt vielleicht nicht unbedingt nach 3 Staffeln, eine 4. oder 5. wäre vielleicht auch noch drin gewesen, ne? Aber irgendwann sind so die krassen Sachen einfach weg. Und ja, ich finde es aber trotzdem sehr, sehr schade. Also ich hätte mir auch immer eine 4. Staffel gewünscht. Ich sag mal, wenn du heute nochmal sowas wie Drawn Together rausbringst, so, Digga, du kannst dich löschen. Wirklich, also dann ist komplett vorbei. Ich glaube, du darfst dich nie wieder draußen blicken lassen. Aber ich würde es trotzdem mega feiern, wenn die Serie irgendwie zurückkommt. Fand damit leider bereits im Jahre 2007 sein frühes Ende. Weit entfernt von den Erfolgen der anderen edgy Animationsshows im Fernsehen, obwohl Drawn Together Comedy Central's zweitmeistgeschaute Show war, direkt nach South Park. Dann, am 20. April 2010, 3 Jahre später, wurde der Drawn Together Film direkt auf DVD und Blu-ray released. Wenn der Film ein Erfolg wird, könnte Drawn Together dann noch eine 4. Staffel bekommen. Der Film war kein Erfolg. Der Film kam nicht mal nach Deutschland, obwohl Drawn Together hier auch sehr populär war, also lief nicht gut. In dem Drawn Together-Movie findet die Gang heraus, dass ihre Show abgesetzt wurde und sie wollen natürlich wieder zurück ins Fernsehen. Es ist ein interessantes... Der Animationsstil sah irgendwie aber komisch aus. ...das Konzept, da sämtliche Gründe, warum die Show abgesetzt wurde, thematisiert werden. Ich fand die South Park-Parodie sogar relativ lustig. Dort singt ein Mädchen im Stile der Show ein Lied, welches kein kleines Mädchen singen sollte. Dann sagt sie irgendwas über gierige Unternehmen und Politik und die Menge ist absolut fasziniert. Take the politicians who have drained our economy. It's the lack of personal responsibility. I normally don't laugh at taint humor, but this is wrapped in such an important message. Die Message dahinter ist natürlich die, dass South Park auf dem gleichen Sender einen gleichermaßen kruden Humor an den Tag legt, aber die Leute darüber hinwegblicken, weil sie auch Sozialkritik üben. Während South Park dafür dann trotz der sexualisierten, blutigen, rassistischen und sonst irgendwie
unangemessenen Stellen für Lob einfährt, wurde Drawn Together genau dafür abgesetzt. Boah, ich weiß nicht, aber ich finde Drawn Together so von den Handlungen und von den Witzen und was da passiert schon deutlich schlimmer als South Park. Irgendwie muss ich ehrlich gesagt zugeben. Auch wenn South Park vor allem gegen 2010 eine objektiv bessere Show als Drawn Together war, würde ich zustimmen, dass es doch eine gewaltige Doppelmoral ist. Vor allem, weil man Worte darüber verlieren könnte, dass Drawn Together sich zum Beispiel mit der Thematik von Homosexualität und gesellschaftlichen Folgen, die diese mit sich bringt, des Öfteren auseinandergesetzt hat. Die moralischen Aspekte waren natürlich sehr viel subtiler gehalten, aber das heißt nicht, dass sie gar nicht da waren. Wobei sie im Film dann selber erzählen, dass sie gar nicht zurück auf Sendung wollen, wenn sie immer irgendeinen Punkt rüberbringen müssen und eigentlich nur dummes Zeug machen wollen, also keine Ahnung, vielleicht wollte ich zu sehr, dass sie manchmal eine Message... Was machen die beiden eigentlich, die Sendung erstellt haben heute? Sind die noch in diesem Business unterwegs oder arbeiten die normal, haben die ausgesorgt? Gute Frage, wie viel Geld kriegst du denn für so eine Sendung? Weil die war ja schon sehr erfolgreich eigentlich, ne? Schaben. Später im Film übertreiben sie es aber mit dem Aspekt und machen den South Park-Charakter zu einem Moralapostel, was ab irgendeinem Punkt einfach nur noch wirklich missgünstig wirkt und man will nicht der Typ sein. Der Film endet damit, dass sie weiterhin abgesetzt bleiben, aber zum Abschluss noch einen Film bekommen, der direkt auf DVD verkauft wird und dann ausgelöscht werden. Ah, shit, Khan! Der Film war okay. Ja. Ich mochte das Konzept eines Films, in dem es darum geht, warum die Show abgesetzt wurde, aber... Ja, ich finde, die Idee ist geil, aber nach dem, was er gesagt hat, war die Umsetzung, glaube ich, nicht so gut. In den letzten 20 Minuten haben sie sämtliche Punkte nur noch wiederholt. Es wäre ganz nett gewesen, wenn sie für die Fans einen etwas schöneren Abschluss gehabt hätten als "Oh, South Park ist so doof. Oh, die mag ich gar nicht." Ich denke, die Serie... Ja gut, klar, ich glaube, einzelne Aktionen von South Park waren auf jeden Fall schon deutlich schlimmer als von Drawn Together. Aber bei Drawn Together ging es eigentlich in jeder Folge um Vergewaltigung, es ging um Mord, Totschlag, es wurden Gedärme rausgerissen, solche Sachen. Also so insgesamt auf eine Folge gesehen, wenn du da mal so schaust, glaube ich, hat Drawn Together deutlich, deutlich mehr Schockmomente gehabt. Na, wie gesagt, klar, in einigen South Park-Folgen gibt es auch Sachen, die wahrscheinlich zu weit gegangen sind oder sehr weit gegangen sind, safe. Aber ich würde sagen, so auf die gesamte Serie gesehen, würde ich schon sagen, dass Drawn Together halt schlimmer gewesen ist. Besser. So oder so ist der Film daran gescheitert, neues Interesse an Drawn Together zu wecken. Und wir haben nie wieder was von der Show gehört. Aufgrund der kruden Natur der Show ist ein Comeback wohl auch eher unwahrscheinlich. Ich bin mir sicher, irgendjemand würde dafür einen Grund finden, sich zu beschweren, dass man heutzutage nichts mehr sagen darf, während es auch vor 18 Jahren genau das Problem hatte. Und trotzdem alle Drawn Together-Folgen auf dem Comedy Central YouTube-Kanal hochgeladen wurden, wo sie ohne Altersbeschränkung gesehen werden können. Vor allem die Drawn Together-Folgen, Celan, Dankeschön für den Prime-Sub, die Folgen auf dem Comedy Central-Kanal sind sogar die erfolgreichsten Videos auf deren Channel, ne? Finde ich eigentlich auch krass. Da hatte ich tatsächlich nochmal ganz kurz so die Hoffnung, ey, vielleicht kommen die ja nochmal. Comedy, ich zeige das mal ganz kurz hier. Comedy Central, wir gehen mal ganz kurz hier auf die Seite. Hier auf dem Kanal kann man nämlich einfach hier sortieren nach größte Beliebtheit. Danke, Hassler Hamburg, dass du einen Sub verschenkt hast. Also gut, das hier ist Platz 1, aber hier Platz 2, Platz 3, Platz 4, Platz 5, Platz 6, Platz 7, 8, 9, 10, na 10 nicht, 11, 12, 13, 14. Das ist schon krass. Also Drawn Together hat halt immer noch eine riesige Reichweite eigentlich, also immer noch auch eine riesen Fanbase. So, wenn du überlegst, so guck mal, fast 3 Millionen, hier auch 2 Millionen, also das ist schon wirklich sehr krass eigentlich, ne? Also die Folgen sind immer noch wirklich super, super beliebt. Ne? Deswegen, wie gesagt, finde ich es sehr, sehr schade eigentlich, dass ja, man da nichts mehr gemacht hat, ne? Weil die Fanbase ist auf jeden Fall da. Fast alle Folgen. Aus irgendwelchen Gründen fehlen Folge 1 von Staffel 2 und 3. Nicht sicher, was damit auf sich hat, aber eine davon ist die Pizza-Folge und das macht mich sehr traurig. Wenn ihr nur in ein paar Folgen reinschauen wollt, würde ich Staffel 2, Folge 12 empfehlen, was die Folge mit dem Was-Wenn-Szenario von Sanders Coming Out ist. Und Staffel 3, Folge 7 und 8, was der Parkplatz-Zweiteiler ist. Und das war Drawn Together, beziehungsweise was daraus wurde, was nicht sonderlich viel ist. Ich bin überrascht, dass die Show tatsächlich akzeptabel anschaubar ist, denn... Ja, gutes Video auf jeden Fall. Fand ich sehr nice. Ich liebe Drawn Together, wie gesagt, immer noch, sehr nices Video und ja, an sich feiere ich Moggy, also das Ding ist, ich gucke jetzt nicht alle seine Videos, weil er ja auch viel so Gaming-Sachen macht, das finde ich jetzt nicht so interessant, aber gerade so diese Was-wurde-aus-Videos finde ich halt einfach mega oder auch diese Aufstieg und Fall, fand ich auch eigentlich immer sehr nice, wobei das habe ich nicht geguckt, das war mir zu langweilig zu sein, aber sonst finde ich das halt schon sehr cool, nicer Kanal, guckt da auf jeden Fall gerne vorbei.